Hallo. Ich mache gerade Mittagessen. Es gibt Bohneneintopf. ja. Und währenddessen ich das mache, wollte ich euch kurz erzählen, wie es mir geht. und zwar seit 2 Tagen, ganz besonders seit gestern, habe ich so dermaßen Muskelkater. Und ich sag euch, ein- oder zweimal die Woche Sport ist, bringt nichts. Es ist einfach so, dass du wirklich, wenn du fit werden möchtest, 3-mal die Woche Sport machen musst, mindestens. Und das jede Woche. Das bringt einfach nichts, wenn man eine Woche mal gar nichts macht oder 2 Wochen mal ausfallen lässt oder ja. Also du musst wirklich regelmäßig dranbleiben, um diesen Muskelkater zu vermeiden. Ich habe ja einen kleinen Ford, nein Quatsch, Opel Corsa und der ist so niedrig und es ist immer eine Qual, mich da reinzusetzen. Ja, ganz furchtbar. Ja, und ich denke, heute kommt die Push-Einheit, nee, die Pull-Einheit ran. Ich werde mich dazu aufrappeln müssen. Der Muskelkater ist so ein bisschen abgeschwächt jetzt, aber gestern war echt die Hölle. ja, und ich finde es immer sehr wichtig, was mich dazu bewegt, Sport zu machen und fit zu werden, sind meine Kinder. Früher hätte ich gesagt, ich möchte eine tolle Figur haben, ich möchte fit werden, ich möchte straffen Körper haben, weil ich gut aussehen möchte, weil ich ja, weil ich einfach in meine Klamotten reinpassen möchte, den Bikini-Body zeigen möchte und so weiter. Aber mittlerweile, ich bin 42, ist mir das nicht so wichtig. Aber es ist nun mal so, wenn man 3 Kinder hat, ja, dann muss man wirklich in Topform sein, um mithalten zu können. Und auf der einen Seite ist man ja auch ein Vorbild. Ein Vorbild für die Kinder. Man lebt einfach den Lifestyle, den die Kinder nachher auch leben werden. Sie kennen es ja nicht anders. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. Treppensteigen, mit den Kindern spielen. Oder auch, eine Mutter macht sich ja immer auch Sorgen. Und manchmal spielt sich vor meinen Augen ein Bild ab, was machst du, wenn irgendetwas passiert, wenn du schnell rennen musst, wenn du deine Kinder packen musst und dich in Sicherheit bringen musst. Das wäre nicht möglich, weil ich keine gute Kondition habe. Ich finde, die Eltern, die haben einfach eine Vorbildfunktion und ja, ich finde das für mich persönlich sehr wichtig. Und es ist so, ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind und dass sie zufrieden sind und dass sie auch eine zufriedene Mama haben. Eine Mama, die ebenfalls mit den Kindern spielen kann, rumtoben kann und ja, und das kann eine Mama nur, wenn sie sich auch selber in ihrem Körper wohlfühlt. Ja, das ist meine Meinung dazu und ich gucke jetzt auf die Uhr, es ist 11:45 und ich muss jetzt ganz schnell meine Kinder vom Kindergarten abholen. Und ich nehme diesmal das Fahrrad, nicht das Auto. Okay, bis dann, tschüss!